Wir starten natürlich erstmal, bevor wir anfangen zu scheren, mit dem Putzen. Und ich dachte, bevor wir anfangen, zeige ich euch einmal, welche Schermaschine wir benutzen. Ich glaube, eine ganz häufig gestellte Frage ist, warum das Ganze überhaupt? Warum denn überhaupt scheren? Luna fand es auf der rechten Seite dann doch noch mal ein bisschen gruselig. Wir wollten euch noch mal zeigen, welche Decken wir nach dem Scheren benutzen. Wir dachten, wir beantworten jetzt abschließend noch mal eure Fragen, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir unsere Mini scheren. Und ja, wir dachten uns, dass wir euch heute mal so ein bisschen mitnehmen. Wie gehen wir vor? Was beachten wir? Und wir haben euch sogar auf Instagram gefragt, was euch zum Thema Scheren interessiert. Und auf eure Fragen gehen wir natürlich auch ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt ja, mal. Viel Spaß beim Video. Wir starten natürlich erstmal, bevor wir anfangen zu scheren, mit dem Putzen. Denn die Schermaschine mag es gar nicht, wenn sie durch sandiges und oder verklebtes Fell scheren muss. Das kann einfach zur Folge haben, dass die Scherblätter stumpf werden, gerade auch wenn da sehr viel Sand und Staub dazwischen ist. Deswegen putzen wir sie vorher einmal ausgiebig. Und was auch ein guter Tipp ist, ist die Mähne und den Schweif einzuflechten, damit man diese eben nicht versehentlich erwischt und mit abschert. Das muss natürlich in dem Fall auch gar nicht hübsch sein, das ist uns ja auch nicht besonders ansehnlich gelungen, aber es geht einfach darum, dass man eben nicht versehentlich die Mähne erwischt. Was auch ein guter Tipp ist, ist Fell- bzw. Mähnenspray. Ich gehe damit immer auch gern nochmal über das gesamte Fell, weil ich das Gefühl habe, dass das Mähnenspray oder das Fellspray eben auch noch ein bisschen den Sand rausholt beim Putzen. Und ich das Gefühl habe, dass die Schermaschine auch insgesamt dann einfach besser durchs Fell gleitet. So, wir haben die Ponys jetzt soweit vorbereitet, die Mähne eingeflochten und geputzt. Und ich dachte, bevor wir anfangen, zeige ich euch einmal, welche Schermaschine wir benutzen. Das ist eine Akkuschermaschine von Rider Steel. Die habe ich mir gekauft, nachdem die erste Maschine, die ich hatte, nicht so ganz toll durch das Shetty-Fell gekommen ist und sich leider immer wieder verhakt hat. Und bei der, toi toi toi, bislang funktioniert das echt super. Die ist auch, finde ich, vom Preis-Leistungs-Verhältnis echt gut. Und ja, ich würde sagen, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Scheren. Ganz wichtig ist natürlich, bevor man anfängt zu scheren, die Schermaschine auch zu ölen. Die hat hier dafür so zwei Punkte. Das heißt, ich gebe jetzt hier einmal Öl rein und hier hinten. So, und was ich auch immer mache, ist einmal noch hier über die Scherblätter. Ja, und dann können wir starten. Ich habe euch an dieser Stelle jetzt einmal kurz den Originalton drin gelassen, damit ihr ungefähr die Lautstärke der Maschine hört. Sie ist sicherlich nicht ganz leise, aber ich finde, die Lautstärke ist total okay. Natürlich müssen die Ponys sich dran gewöhnen, aber sie ist eben auch nicht wesentlich lauter als vergleichbare Maschinen. Zumindest nicht als die Maschine, die ich vorher hatte. Ja, in diesem Clip seht ihr auch nochmal Ernies lange und dichte Fellstruktur, die es eben einfach erforderlich macht, dass ich ihn entsprechend schere. Wenn ich die Maschine nicht kenne oder mir nicht sicher bin, ob sie vielleicht zwischendurch doch mal den Geist aufgibt, versuche ich eigentlich immer beide Seiten möglichst parallel und gleich zu scheren, damit man das Ganze eben im Notfall noch ein bisschen retten kann und es so ein bisschen nach einer Teilschuhe aussieht und das Pony eben nicht am Ende mit einer geschorenen Seite dasteht und einer ungeschorenen. Auch das tatsächlich aus Erfahrung, das würde ich nicht erzählen, wenn mir nicht das schon mal in etwa so passiert ist. Ja, was ganz wichtig ist, ist, dass ihr die Maschine natürlich beim Scheren regelmäßig ölt, circa alle 10 Minuten. Ich finde aber, da entwickelt man auch nach der Zeit so ein bisschen so ein Gefühl dafür. Ihr könnt hier sehen, dass ich teilweise erstmal mit
und teilweise aber auch schon gegen das Fell schere. Das liegt einfach daran, dass ich erstmal den wirklich ganz langen Pelz abhaben möchte und das einfach bei den Zwergen ein bisschen praktischer ist, von meiner Körperhaltung erstmal das grobe Fell abzuscheren und dann mache ich immer noch einen zweiten Durchgang und dann schere ich nochmal konsequent überall gegen die Wuchsrichtung nach an den Stellen, wo das eben nötig ist und achte eben darauf, dass man dann auch keine Scherränder mehr sieht, also diese Spuren von der Schermaschine. Hier seht ihr, hat Ernie sich ganz kurz erschrocken, weil Julie mit Luni einmal durchs Tor gegangen ist und sie wieder in die Box daneben gestellt hat. Denn sie stand zwischenzeitlich mit Luni ein bisschen in Entfernung daneben, einfach damit sie sich das in Ruhe angucken kann, denn sie wurde ja jetzt in diesem Video, was ihr auch gleich im Folgenden sehen werdet, zum allerersten Mal geschoren. Und das ist auch was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, dass wenn ihr ein Pferd habt, was mit dem Scheren kein Problem hat und das kennt und eins, was das eben noch nicht kennt, dass ihr das einfach einmal daneben stellt, dass es einfach schon mal lernt, dass das Scheren einfach an sich nichts Schlimmes ist und das Geräusch eben auch nicht gefährlich ist. Natürlich ist es immer noch was anderes, wenn die Schermaschine dann am Körper ist, aber nichtsdestotrotz ist das schon mal eine gute Vorbereitung. Zwischendurch nehme ich auch immer noch mal das Fellglanz-Spray bzw. das Mähnenspray und sprühe immer noch mal nach und putze auch noch mal drüber. Denn meistens kommt der Sand auch erst so richtig raus, nachdem man die ersten Stellen abgeschoren hat. Und um da einfach meine Maschine ein bisschen zu schonen, so gut es geht, man kann es nicht immer hundertprozentig verhindern, dass da kein Sand dazwischen ist. Aber aus diesem Grund gehe ich immer zwischendurch auch nochmal drüber mit der Bürste und dem Fellglanzspray und gucke, dass ich den Staub immer bestmöglichst nochmal rausbekomme. Ich sitze jetzt hier inmitten von Ernies Fell und ich würde mal sagen, er hat auf jeden Fall in den Beinen vorne und auch unterm Bauch noch ein bisschen was. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie viel er einfach runterkommt. Oh, jetzt habe ich es natürlich durch die Gegend geschossen. Aber da sieht man natürlich auch, dass die da schnell drunter schwitzen können, einfach unter diesen Massen an Fell. Ich habe ja schon gesagt, dass ich im zweiten Durchgang beim Scheren auf jeden Fall dann gegen die Wuchsrichtung schere, dass einfach auch die Ränder, die man jetzt noch sieht, dann auch weggehen. Eine einzige Ausnahme stellen dabei die Beine und das Gesicht dar, denn gerade bei den Beinen versuche ich immer so einen möglichst glatten Übergang zu bekommen, weil ich auch den Behang immer gerne stehen lasse, dass es einfach so aussieht, so möglichst optisch natürlich aussieht und man nicht einfach so diesen kompletten Kontrast hat zwischen Winterfell und geschoren. Das gleiche gilt eben auch für den Kopf. Ich schere auch immer nur einen Teil des Kopfes und versuche auch da wieder möglichst einen weichen Übergang hinzubekommen. Und hier ist natürlich ganz wichtig, dass man auf keinen Fall die Tasthaare mit abschert. Jetzt ist auch Luni an der Reihe und ich habe sie erstmal auf das Paddock geholt und sie ruhig hingestellt. Sarah ist da mittlerweile schon mal ein paar Runden um sie herumgegangen, hat auch währenddessen die Schermaschine laufen lassen, dass Luni sich das einfach mal anhören konnte. Und das Ganze war dann noch ein bisschen auf Distanz. Währenddessen habe ich sie immer gelobt. Hier hat man jetzt eben gesehen, dass Sarah einfach mal die Schermaschine auf ihren Rücken gelegt hat. Sie konnte sich das angucken und auch da hatte ich dann wieder belohnt. Und irgendwann haben wir dann eben auch die Vibration mit dazu genommen, sind mit Vibration einmal an Luna rangegangen. Sie war ruhig, wir haben das sofort wieder aufgelöst, gleich belohnt. Und ja, da muss man sich natürlich auch erstmal ein bisschen Zeit lassen und sollte sich da auch wirklich viel Zeit einplanen, wenn man wirklich ein Pferd hat, was noch keinen Kontakt mit einer Schermaschine hatte. Da Luna mittlerweile wirklich sehr ruhig dastand, haben wir es jetzt auch gewagt, die erste Schuhe vorzunehmen. Und das hat sie wirklich sehr brav gemacht. Sie war ein bisschen irritiert, dass sie jetzt Fell zu Boden geht und war danach, wie ihr seht, ein bisschen skeptisch, aber dann hat Sarah sie einfach ein bisschen gekrault und wir haben wieder die Steps von eben wiederholt
und sind einfach nochmal mit der Schermaschine an sie rangegangen, haben ihr das Ganze gezeigt, sind mit der Schermaschine über ihr Fell gegangen, haben sie gekrault, weiter belohnt. Und dann ist Sarah ein zweites Mal drüber und dann haben wir wieder erstmal eine Pause gemacht. Und das haben wir erstmal die ganze Zeit so gemacht, haben dann auch nochmal kurz aufgehört und haben die Position gewechselt. Und ja, haben sie bei den ersten Scherversuchen dann noch so ein bisschen weiterhin belohnt. Genau, und jetzt ist schon sehr viel von Lunis Fell weg und die Seite war auch ganz okay. Sie hat es jetzt geduldet, da mache ich auch erstmal eine Insta-Story. Und ja, schaut mal, wie brav sie da schon ist. Also ich bin wirklich richtig, richtig stolz auf die Maus. Mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regrets. We make out for the thrill of it. Mess around for the Wir haben erstmal mit der linken Seite begonnen und unser Plan war es, dass wir erstmal nur die Brust scheren bzw. das Ganze gleichmäßig auf beiden Seiten machen wollten. Wie ihr jetzt hier vielleicht seht, Luna fand das auf der rechten Seite dann doch nochmal ein bisschen gruselig. Damit habe ich persönlich nicht gerechnet, aber auch da sind wir dann wieder wie in den vorherigen Schritten vorgegangen, haben ihr das erstmal gezeigt, haben die Schermaschine aufgelegt, wir haben sie belohnt und ja, ich glaube nach 2 Minuten war das Ganze dann auch gar kein Thema mehr und wir haben sie dann weiter geschoren und da stand sie dann auch wieder komplett brav da. Ich habe mich dann auch noch währenddessen hingehockt und Sarah hat das Scheren dann bei Luni übernommen. Luna hat das im Laufe der Zeit wirklich richtig, richtig klasse gemacht und sie stand dann da irgendwann tiefenentspannt, hat das Ganze, glaube ich, auch genossen, weil wir hier sehen können, es ist eine richtig dicke Fellschicht und ich glaube, das tut auch einfach gut, wenn man diesen Pelz runterbekommt, der auch juckt. Das war bei Luna jetzt zum Beispiel der Fall. Sie hatte eine ganz schuppige Haut und jetzt kommt da auch mal ein bisschen Luft dran und Sarah und ich mussten die ganze Zeit immer ein bisschen schmunzeln. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video gut erkennen kann, aber sie hat so ein paar Punkte in ihrem Fell. Da hat sie sich nämlich geschuppert und da wächst jetzt schon Sommerfell nach. Mittlerweile kann ich sagen, die Flecken sind weg und sie bekommt schon ihr Sommerfell. Aber ja, ich war auch ein bisschen aufgeregt, weil ich habe ja Luna noch nie in den 10 Jahren, in denen ich sie habe, geschoren und ich wusste gar nicht, wie mein Pferd geschoren aussieht. Sie war total hell. Ich musste mich, glaube ich, erstmal ein paar Tage an diesen Anblick gewöhnen, aber ja, mittlerweile gefällt es mir sogar ziemlich gut. Es erfüllt seinen Zweck und die kleine Maus hat richtig viel Energie. Ich glaube, eine ganz häufig gestellte Frage ist, warum das Ganze überhaupt? Warum denn überhaupt scheren? Und ich muss dazu vorweg sagen, dass ich früher eigentlich auch immer eher gegen das Scheren war und eigentlich immer dachte, mein Gott, ne, das Fell, dann braucht es eben ein bisschen länger, bis es ausfällt, je nachdem, wie lang es ist. Aber dann kann man ja das Training in der Zeit auch ein bisschen runterfahren, putzt viel und dann braucht man auch nicht scheren. Seit ich Ernie habe, hat sich die ganze Sache ein bisschen geändert und es gibt viele Gründe, warum ich beispielsweise Ernie auch jedes Jahr im Frühjahr schere, aber auch warum jetzt auch Julie Luna zum ersten Mal schert und auf all die Gründe wollen wir jetzt im Folgenden einmal eingehen. Der erste Grund, der ist auch der Grund, warum wir uns auch entschieden haben, jetzt schon zu scheren. Normalerweise schere ich immer so gegen Mitte April. In diesem Fall haben wir am Anfang April schon geschoren, damit es zumindest Zeit hat, auch wieder ein bisschen schon nachzuwachsen. Und dieser erste Grund ist die Nordpferd.
Wir fahren in diesem Jahr mit den Ponys auf die Nordpferd-Messe in Neumünster und werden dort am Freitag, Samstag und auch am Sonntag im Tagesprogramm vertreten sein. Wir werden euch dort ein bisschen was zum Thema Freiarbeit bzw. Zirkuslektion und dann den Weg zur Hohen Schule zeigen. Das heißt, wer an dem Wochenende vom 21. bis 23. April noch nichts vorhat und gerne mal eine Messe besuchen will, dann kommt auf die Nordpferd und kommt gerne vorbei im Tagesprogramm. So, der zweite Grund ist aber einfach Ernies Fellstruktur. Denn Ernie hat im Vergleich beispielsweise zum Mörfel ein sehr dichtes Fell und verliert das auch langsamer. Er ist gesund, das ist alles so in Ordnung, aber es ist einfach seine Struktur, die ihm das Ganze ein bisschen schwerer macht. Hinzu kommt, dass er ja inzwischen auch sehr hohe Lektionen beherrscht und die natürlich entsprechend anstrengend sind und er auch dazu neigt, dann schnell mal zu schwitzen. Und insbesondere das auch zwischen den Hinterbeinen. Und dann fangen die an, sich so ein bisschen zu schubbern. Und wenn es zwischen den Hinterbeinen anfängt zu jucken, dann juckt es auch an der Brust, unter der Mähne. Und dann ja, fängt er eben an, sich das Ganze abzuschubbern. Und es juckt ihn schlichtweg einfach. Das ist auch natürlich was, was man individuell betrachten muss. Und das Problem hatte aber Luna beispielsweise dieses Jahr auch. Luni war ja in der Klinik aufgrund ihres Kotwassers und durch diese ganze Krankengeschichte hat sie natürlich auch ein bisschen schwächeres Immunsystem gehabt, dadurch ein bisschen schlechtere Fellentwicklung und hat sich auch dadurch dann angefangen zu schubbern. Deswegen war es auch bei ihr gut, dass sie jetzt geschoren wurde. Das sind halt immer so Gründe, die man wirklich individuell sehen muss, wie das jeweilige Pferd oder Pony dasteht. Bei Ernie kommt noch hinzu, er musste 2017 Kolik operiert werden. Wer da mehr zu erfahren will und das Thema interessiert, der kann gerne einmal bei unserem Video vorbeischauen, wo ich die beiden Ponys und unsere Arbeit vorgestellt habe. Das verlinke ich euch hier oben einmal. Da erzähle ich auch ein bisschen was zu der Kolik-OP. Aber das ist natürlich auch der Grund, warum ich ihn nicht längere Zeit einfach stehen lassen kann. Und es natürlich auch nicht gut ist, wenn er so schwitzt und sich unwohl fühlt, weil das ja das ganze Kolik-Thema auch wieder so ein bisschen umreißt. Und deswegen habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es ihm mit dem Scheren einfach viel besser geht. Und das ist jetzt auch, was wir wieder rückblickend sehen, auch bei Luna, die ja dieses Jahr zum ersten Mal geschoren ist. Man merkt einfach diesen extremen Unterschied, was die Lebensfreude bzw. auch einfach die allgemeine Energie bei den Ponys angeht, wenn sie geschoren sind. Sie haben einfach viel mehr Motivation und einfach Power, was sich dann eben auch im Training auswirkt. Dennoch möchte ich an dieser Stelle sagen, es ist was, was man sich eben überlegen sollte, was Vor- und auch Nachteile hat. Und in meinem Fall ist es beispielsweise so, dass Ernie der einzige ist, den ich schere von meinen Ponys. Das heißt, die anderen, die dürfen alle ganz normal ihr Winterfell verlieren. Und da dauert es eben die Zeit, die es dauert. Aber bei Ernie ist es eben erforderlich. Ich würde es aber nicht machen, wenn es eben nicht erforderlich wäre. Dann wollte ich noch mal kurz auf die Schermaschine an sich eingehen und auf die Frage, ob man sich lieber eine Maschine mit Kabel anschaffen sollte oder eine mit Akku. Denn vor der Frage stand ich selber und ich hatte vor dieser Maschine eine Maschine mit Kabel und jetzt eben diese Akkumaschine. Und ich habe oft gelesen, dass die Akkumaschinen ein bisschen weniger leistungsfähig sind und hatte gerade, weil meine vorherige Maschine ja schon echte Schwierigkeiten mit dem Shetty-Pelz hatte, da sehr lange überlegt, ob ich denn dann wirklich eine Akkuschermaschine mir anschaffen sollte.
Hab von der jetzigen aber eben nur Positives gehört und dachte, okay, komm, versuchst du es einfach mal. Und ich kann sagen, ich habe das nicht bereut. Also Ernie ist jemand, der steht sowieso recht still beim Scheren. Aber wenn man jetzt beispielsweise einen Pony hat wie Luni, die das am Ende natürlich auch richtig super gemacht hat, als würde sie das schon ewig machen, aber die eben am Anfang doch ein bisschen nervöser war, war das doch einfach viel praktischer, eben kein Kabel zu haben und ihr das eben schnell zeigen zu können und sie auch schnell wieder wegzunehmen, wenn sie stillsteht. Und man hat aber auch einfach nicht die Gefahr, dass wenn das Pferd sich doch mal irgendwie erschrecken sollte, einen Schritt zur Seite machen, dass man im Kabel hängen bleibt. Und ich persönlich konnte jetzt auch keinen Unterschied in der Leistung feststellen. Das kommt sicherlich immer ein bisschen drauf an, auf die Maschine an sich. Aber ich muss sagen, dass das offenbar bei mir jetzt zumindest nichts mit dem Kabel oder keinem Kabel zu tun hat. Also müsste ich diese Entscheidung nochmal treffen, dann würde ich mich auf jeden Fall immer wieder für eine Maschine mit Akku entscheiden, weil es einfach die Vorteile sind, die da ganz klar überwiegen. Und ich auch sagen muss, dass die Akkus eine relativ lange Lebensdauer haben, also bis man sie wieder aufladen muss. Bei uns war das jetzt tatsächlich so als einfach kleines Beispiel, dass man eine Vorstellung hat, so dass ein Akku für, ich sag mal, circa 1,5 Ponys gereicht hat. Also Ernie habe ich komplett geschoren und Luni halb. Und dann hat die Maschine auch noch geschoren, aber man hat halt gemerkt, dass die Power so ein bisschen nachlässt. Und dann habe ich den Akku gewechselt. Das ist aber gar kein Problem, denn ich glaube, bei den meisten Maschinen ist auch direkt ein Ersatzakku dabei. Und ich mache das immer so, dass wenn ich schere, den anderen Akku parallel an der Steckdose habe zum Laden und dann eben wechsle, sodass man einfach immer einen Akku hat. Und nochmal zum Thema tiefenentspannt. Sarah schert jetzt gerade ihre Beine und wie ihr seht, habe ich den Strick einfach um Luna herumgelegt und sie stand da einfach, hat es richtig genossen. Kleiner Fun Fact, guck mal, sie hat so einen kleinen Pinöpel im Fell geschoren. Ich habe sogar gesagt, lass das mal stehen, das sieht lustig aus. Ja, und wie gesagt, dafür, dass sie das Scheren noch gar nicht kannte, stand sie da wirklich so entspannt und ich habe damit absolut nicht gerechnet, weil wir uns vielleicht auf Instagram verfolgt. Wir waren ja letztes Jahr im November in der Tierklinik und in der Zeit war sie ein bisschen panisch, hatte total Angst, am Hals zu berührt zu werden, weil sie da eben auch geschoren worden ist. Sie hat Impfungen und Medikamente bekommen gehabt, die dann gespritzt worden sind und deswegen, ja, war sie da immer ein bisschen skeptisch, deswegen war ich umso beruhigter und glücklicher, wie Luna da einfach so entspannt stand. Wir wollten euch nochmal zeigen, welche Decken wir nach dem Scheren benutzen. Und beide Minis tragen diese wunderschöne Decke von Bukas. Das ist die Irish Turnout Light in 50 Gramm. Und das Coole an dieser Decke ist wirklich, dass sie so einen riesen Temperaturenbereich abdeckt. Also von 0 bis 15 Grad deckt die alles ab. Let's live life without regrets. Girl, put your faith in me, even though we just met. Let's forget about our curfew, cause all. Die andere Decke, die wir nutzen, die ist ebenfalls von Bukas und das ist die Freedom Turnout in 150 Gramm. Die benutzen wir halt vorwiegend dann, wenn wir irgendwie relativ früh scheren, irgendwie nachts. Oder im Winter kann man die natürlich auch nutzen, wenn man auch im Winter schert. Das machen wir jetzt beispielsweise nicht. Wir werden leider nicht von Bukas gesponsert, falls ihr das denkt. Also wir haben die alle selber gekauft, aber wir sind halt einfach sehr davon überzeugt, vor allem wie sie sitzen. Und die halten auch die Ponys wirklich schön warm und decken immer gute Temperaturbereiche ab. Wir dachten, wir beantworten jetzt abschließend nochmal eure Fragen, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Also die, die wir jetzt nicht schon beantwortet haben im Verlauf des Videos. Und das ist zum ersten natürlich die Frage, was für eine Schuhe unsere Ponys bekommen. Ja, darfst du direkt mal loslegen. Ja, also unsere Ponys wurden jetzt komplett geschoren. Das hatte den Hintergrund, vielleicht haben es einige schon noch bei euch
auf Instagram gesehen. Wir fahren auf die Nordpferd und es sind beheizte Messe heim, weshalb wir jetzt dachten, dass wir das dicke Winterfell einmal komplett scheren. Aber Sarah hat ehrlich schon einmal öfter geschoren als ich Luna und... Genau, da kann ich nämlich auch was zu sagen und das ist im Grunde auch die nächste Frage, die sich hier anschließt. Und zwar, welche Rasur kann man machen, wenn man die Pferde nicht eindecken möchte? Und das ist quasi genau die Situation, die ich bei Ernie vorher hatte, weil er gerade im Training, wenn es ein bisschen anstrengender ist, wenn es so an die Passage und so weiter geht, was ja extrem kraftraubend ist, dann schwitzt er einfach mit seinem dicken Flüsch sehr schnell. Und da habe ich ihm tatsächlich einfach vorne die Brust einmal geschoren, ein bisschen auch zwischen die Beine, weil das so die Stelle war, wo er extrem geschwitzt hat und das hat schon mal Erleichterung gebracht. Man kann natürlich auch einen Rallye-Streifen machen, wenn man das möchte, das machen auch einige, das heißt, dass man die Brustschuhe noch quasi an der Seite längs erweitert. Das habe ich aus dem Grund nicht gemacht, dass zum einen das nicht nötig war, also es hat ausgereicht, aber bei Ernie wächst das Fell dann in einer anderen Farbe nach. Das ist die Erfahrung, die ich beim ersten Mal gemacht habe und das finde ich dann immer nicht so schick und das ist der einfache Grund. Also man sieht im Sommer dann, wo er im Winter geschoren war und das, genau, möchte ich nicht. Aber ich kenne einige Leute, die ihr Pferd auch im Winter mit einem Rallye-Streifen draußen stehen haben. Das wäre mir, glaube ich, im tiefsten Winter auch ein bisschen zu viel, aber mit der geschorenen Brust, das ist auf jeden Fall kein Problem. Da stand er die ganze Zeit draußen. So, und dann haben wir noch eine Frage nach den Details. Weißt du, wie man ein Herz schert und machst du sowas oder findest du das doof? Ja, in unserem Fall, wir wollten jetzt, oder haben jetzt den rein funktionalen Aspekt gesehen und wollten jetzt einfach, dass unsere Ponys nicht schwitzen in den Messehallen und auch im Training vorher. Ich habe das tatsächlich schon mal gemacht, aber ich muss sagen, also bei mir war es kein Herz, sondern ein Buchstabe. Aber bei dem Shetty-Pelz ist das extrem schwierig. Das war zumindest meine Erfahrung, weil die ja so dick ungefähr vorher Pelz haben. Und da ein Muster zu scheren, fand ich immer eine sehr lange Herausforderung. Und ich glaube, wir haben jetzt auch schon relativ lange, ich weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht haben. Also mittlerweile ist es 16.34 Uhr und ich glaube, wir waren circa um 12:30 hier. Genau, also das ist die Zeit, die wir jetzt für beide Ponys gebraucht haben und Ernie ist auch noch nicht ganz final geschoren. Ich läuft uns gleich ins Bild. genau, aber deswegen haben wir das nicht gemacht. Ich kann dir nochmal sagen, was du davon hältst, während ich Ernie kurz einmal zur Seite schicke. Also ich bin auch super begeistert jetzt von diesem funktionalen Schnitt. Ich muss sagen, ich hatte vorher noch gar keine Erfahrung mit Scheren, weshalb ich super dankbar bin, dass Sarah das mit mir anschaut. Ich würde es, glaube ich, relativ cool finden, Muster zu scheren, aber ich glaube, ich habe da einfach gar kein Talent für. Aber ihr könnt vielleicht ja mal in die Kommentare schreiben, ob eure Pferde, ob ihr eure Pferde auch schert und ob ihr schon mal ein Muster geschoren habt. Das würde mich interessieren. Ja, und ich würde sagen, das waren alle Fragen. Ich glaube, wir haben alles beantwortet. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt von uns zum Thema Scheren, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare immer schreiben. Wir antworten euch da auf jeden Fall. Wir freuen uns, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!